Herzlich willkommen zum Straßenkinderprojekt am Heinrich-Suso-Gymnasium in Konstanz. In unserem Projekt beschäftigen wir uns mit Straßenkindern in Afrika. Dafür sammeln wir Spenden, indem wir Stücke einstudiert haben. Diese werden wir in Basel und Konstanz auf der Straße aufführen und diese Spenden werden wir nach Afrika schicken. Haben wir uns sehr über die Straßenkinder informiert, über Afrika generell und werden aus aller Welt Läden auch Sachen verkaufen. Jumping up.
Also ich sitze hier mit Frau Schneider und sie ist quasi die, die das Projekt in die Wege geleitet hat. Und jetzt ist natürlich erstmal die Frage, Frau Schneider, was ist denn dieses Projekt überhaupt? Also das Projekt ist ein Straßenkinderprojekt, das 2003 entstanden ist, als ich selbst im Entwicklungshilfedienst unten war in Südafrika und immer schwarze Kinder mit Sport gemacht haben, die eigentlich gar nicht zu dem Projekt dazugehört hatten. Und dann hat sich herausgestellt, dass die einem Pfarrer gehört haben, der die beaufsichtigt hat, weil deren Eltern gestorben waren. Und als ich dann wieder zurück war in Deutschland, habe ich gedacht, irgendwie kann man das so nicht stehen lassen. Also das geht so nicht. Die haben in so einer offenen Garage übernachtet, wo es also nachts auch eher 5 Grad hat. Und dann habe ich gedacht, irgendwas muss man da machen. Und dann haben wir in Deutschland einen Verein gegründet, haben den kompletten Freundeskreis angeschrieben, um Spenden zu kriegen. Und das lief super gut. Mhm. Und dann war der Verein gegründet und die Spenden waren auch da und dann ging es los. Okay, das ist ja toll. Und jetzt haben Sie das in unsere Schule quasi gebracht? Ja, aufgrund von Frau Eckert, die mich im Lehrerzimmer angequatscht hat, ob ich nicht Lust hätte, bei Straßenmusik für Straßenkinder mitzumachen. Mhm. Und dann habe ich nur so im Beisatz gemeint, das passt ja gut zu unserem Projekt. Und dann kamen wir so ins Gespräch und dann hat sich herausgestellt, ja, dass wir da auf der gleichen Wellenlänge liegen und dass sich das gut passt, gut ergeben wird. Genau, und so ist es dann entstanden, das Projekt. Genau. So. Und was ist genau Ihre Intention dahinter? Also was ist das, was Sie daran so sehr reizt? Also zum einen reizt mich Afrika wahnsinnig. Also ich bin ein totaler Afrika-Fan, auch Südafrika, weil es einfach von der Landschaft, von der Mentalität her super toll ist. Und dann, dass ich finde, dass das nicht sein kann, dass auf der Welt Kinder ohne Eltern irgendwo auf der Straße leben. Also egal wo. Das ist natürlich hier in Deutschland bei Kindern in Armut leben genauso. Aber da habe ich halt den persönlichen Bezug. Also ich kenne die Kinder ja auch, die wir da betreuen. Das ist ja. Das ist ja echt eine sehr tolle Aktion. Und ich finde es sehr schön, dass Sie das in unsere Schule gebracht haben, weil es ist echt ein schönes Gefühl, damit auch Gutes zu tun. Und ich meine, die Musik macht ja auch echt Spaß. Und ja. Es ist echt eine schöne Kombination. Ja. Selbst für mich als Nichtsänger. Ja. Dann ist ja super. Okay, dann vielen Dank. Ja, gerne. There comes a time when we hear the certain call, when the world must come together as one. There are people dying and it's time to lend a hand to life. Greatest gift of all. We can go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We are all a part of God's bright big family, and the truth in our love is all we need. Make a break.